Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt. Es ist Shovel Knight. Shovel Knight habe ich schon einmal angesprochen. Und zwar in dem Video, wo ich gefragt habe, welches Projekt als nächstes kommen wird. Und ihr habt entschieden, dass Shovel Knight als nächstes kommen soll. Das von 2014 für Wii U erschienene Spiel von Yacht Club Games. Welches für Nintendo Wii U und Nintendo 3DS und ich glaube auch für PS4 und Xbox One gekommen ist. Spielen wir heute und auch in nächster Zeit. In Shovel Knight geht es darum, dass wir als Shield, als Shovel Knight, der blaue, himmelblaue Ritter gegen die Enchantress, die Verzauberin, genau so hieß sie auf Deutsch, und ihre Liga ohne Gnade oder so ähnlich. Ja, das wird alles im Vorspann gezeigt, währenddem ich auch ein bisschen vorlesen werde, wie halt immer. Es ist ein schönes altmodisches Wii U Game, also es ist natürlich relativ neu, aber es ist altmodisch gehalten und zwar im älteren Stil von Super Mario Bros., also eigentlich alles für NES. Deshalb sieht das auch etwas altmodisch aus, ist aber komplett neu für Wii U und alles. Gab es vorher noch nicht. Deshalb würde ich mal sagen, starten wir schon mal rein. Wir bestätigen mit B. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Also, es sieht so aus, als hätten wir unsere zwei Helden gefunden. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Links Shovel Knight, rechts Shield Knight. Von allen Helden war keiner strahlender als Shovel Knight und Shield Knight. Schön auch in den gleichen Farben zu ihrer Rüstung, damit wir auch wirklich wissen, wer ist. Doch ihre gemeinsame Reise endete am die Turm des Schicksals, schöner Fehler. Als ein verfluchtes Amulett einen schrecklichen Zauber auslöste? Als Shovel Knight erwachte, war der Turm versiegelt und Shield Knight war verschwunden. Welch dramatisches Schicksal. Als gebrochener Mann zog sich Shovel Knight in ein Leben in Einsamkeit zurück. Nun arbeitete er auf dem Land. Sieht schon so interessant aus. Doch ohne Helden fiel das Land in die Hand einer bösen Macht, der Verzauberin und ihres Ordens ohne Gnade. Das sind die Leute hinten und jetzt muss unser Held das Ganze richten. Nun ist das Siegel des Turms zerbrochen und die Welt steht am Abgrund, ein neues Abenteuer beginnt. Zeit für uns. Es ist Zeit für einen Helden. Unser lieben Shovel Knight. Mit A springen wir nicht, nein, wir springen mit B, okay? Und mit A schaufeln wir. Wir sind ja schließlich der Shovel Knight und müssen dementsprechend viel mit unserer Schaufel hantieren. Ich habe das Ganze schon mal durchgespielt, dementsprechend werde ich keine allzu großen Probleme haben am Anfang. Wer sich das Ganze angeschaut hat mit, ob ich das Ganze auch spielen soll, der weiß, wie das im Hintergrund bei mir aussehen kann, aber auch nur kann. Ich bin auch nicht perfekt. Kommt ganz darauf an, ob ich mal einen guten Tag habe oder nicht, ob ich das Ganze hier gut hinkriege oder nicht. Dementsprechend verzeiht mir meine Fehler, aber ich werde mein Bestes tun, das Ganze hier fehlerfrei und zumindest relativ skillig durchzuspielen. Ich wäre auch nicht abgeneigt, wenn irgendjemand einen Fail-Counter, einen Todes-Counter aufstellt. Dann wissen wir auch ungefähr, wie oft ich gestorben bin. Das wird aber auch in-game gemacht, keine Sorge. Da muss sich keiner groß drum kümmern, im Grunde genommen. Also. Das Spiel ist halt auch ziemlich neu erschienen. Es gab das. Ich glaube, die originalen Konsolen ganz am Anfang waren wirklich Wii U, Nintendo 3DS und PC. PC habe ich ganz vergessen tatsächlich noch zu erwähnen. Und ansonsten war das fürs Erste alles, für das, für was Shovel Knight gekommen ist. Und dann folgte eine Xbox One und eine PS4 Version, die dann auch ein paar DLC-Modes und sonstigen Kram gekriegt haben, der jetzt auch mit der Zeit zu Wii U kommt. Demnächst kommt Plague of the Shadows, hieß es glaube ich, so eine komische Version von Shovel Knight, wo man halt einen der Bosse spielt. Gibt sich eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das geben werde, aber
Es ist doch tatsächlich ziemlich interessant und es reizt mich ja schon, aber ich meine, mehr als groß anschauen werde ich es mir fürs Erste nicht. Deshalb, Plague of the Shadows ist halt so ein Add-on für das Ganze hier. Kann man unter Umständen mal anschauen. Allerhöchstens eine Show wahrscheinlich. Aber fürs Erste heißt es überhaupt dieses Abenteuer hier bestreiten. Das ist jetzt am Anfang ist natürlich gar nichts. Ich habe das alles im Blut hier. Also aufgepasst, die Stacheln töten einen. Es ist ziemlich retro gehalten, so wie Mega Man, falls man sich da mein Let's Show zu angeguckt hat. Falls man die Stacheln berührt oder in den Abgrund fällt, eigentlich immer direkt down. Und es gibt ja auch tatsächlich Sachen, die man sammeln kann. Das waren zum Beispiel dieses Notenblatt da hinten, was ich gerade eingesammelt habe, was dann Soundtracks aus dem Spiel freischaltet, die man sich dann in einer bestimmten Stadt anhören kann, jederzeit. Was eigentlich ganz lustig ist, aber ich werde mich jetzt nicht darauf fixieren, das Ganze so zu 100% durchzuspielen. Es ist im Grunde genommen nur ein ganz chilliges Retro-Jump'n'Run-Ding, was ich mir hier vorgenommen habe. Habe ich auch großen Spaß daran, mal wieder Shovel Knight durchzuspielen. Ist sicherlich das dritte Mal, dass ich das mache. Also, wenn ich es dieses Mal durchgespielt habe. Zack. Dann ist es das dritte Mal, also von daher werde ich bei der ersten Stage hoffentlich nicht sterben müssen. Ach, es ist vorbei mit den Ferien. Ich muss heute eine Menge aufnehmen. Heute ist der letzte Ferientag. Schöner Sonntag. Im Grunde genommen ist es ein ziemlich blöder Sonntag. Ich musste eine Menge Kram an der Garage und allem drum und dran machen. Aber ist auch jetzt relativ egal. Ich meine, ich bin nicht der Typus Mensch, der am letzten Ferientag der Ferienende Depressionen verfällt. Ich bin im Grunde genommen sogar ziemlich. Na, nee, so funktioniert das nicht. Man kann da tatsächlich ziemlich lustig draufkommen, aber ich möchte jetzt kein Herz dafür verschwenden. Indem man sich halt abstoßen lässt und so. Nein, ich nutze den letzten Sonntag der Ferien ganz schön und werde mit euch ein bisschen vorrätig Shovel Knight aufnehmen. Damit ich das dann ganz gechillt immer nach der Schule hochladen kann, gute Güte, was so gefährliche Sprünge. Mich dann halt darauf verlassen, dass Shovel Knight ein bisschen für Abwechslung auf diesem Kanal sorgen wird. Gute Güte, ich habe Angst. Ich will nicht runterfallen. Gefällt euch denn Shovel Knight? Also die Leute, die mir in die Kommentare geschrieben haben, für was sie gewotet haben, mit dem was nächste Projekt soll sein, so und so, haben beide gemeint, sie haben für Shovel Knight gestimmt. Und ich persönlich kann nachvollziehen, dass man für Shovel Knight stimmt. Es ist ein nicht unbedingt sehr unbekanntes Spiel, aber es ist halt von den Sachen, die ich bis jetzt, also die ich halt zur Auswahl stehen gelassen habe, das wohl eher unbekannteste. Mit einer fantastischen Mucke, ja. Und einem super coolen Mega Man-artigen Gameplay eigentlich. Es geht ja auch wie bei Mega Man darum, dass man Bosse besiegt und ihre Power-Ups aufnimmt. Der erste Boss ist nicht so, dass man ihm seine Fähigkeit nimmt. Der erste Boss ist lediglich zum Kämpfen und was auch immer. Da kriegt man nicht wirklich was. Nein, stimmt. Fällt mir gerade ein, das ist gar nicht bei Shovel Knight so. Bei Shovel Knight ist es so, dass wir in jeder, so gut wie jeder Stage, bis auf diese halt, einen Typen namens Kistian finden, den dann bezahlen müssen, um dann von ihm ein Upgrade für unser Match zu kriegen, unsere Fähigkeiten, ja. Können wir unter Minus anschauen. Das hier wird alles voll sein, falls wir alles finden. Und dann gibt es hier noch kleinere Sachen. Hier Notenblätter 0 von 46 abgeliefert, 2 abzuliefern. Wir haben schon 2 Stück gefunden. Und die Songs können wir uns dann jederzeit anhören. Ja. Also Shovel Knight ist ein Indie-Spiel. Keins direkt von Nintendo an für sich. Das ist independent und Kickstarter. Über Kickstarter wurde es finanziert. Okay, den haben wir schön besiegt. Jetzt fallen zwar die ganzen Sachen in den Abgrund, aber lieber sind wir nicht im Abgrund. Lieber sind die anderen Sachen im Abgrund als wir. Ja, gut, okay. Okay, es wird ein krasser Sprung. Oh yeah. Naja, so krass war er nun wirklich nicht, aber.
Ja, passt. Es ist das Indie-Spiel 2014 gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder das Wii U Indie-Spiel 2014. Irgendwas hat das gewonnen, auf jeden Fall. Game Award Show oder sowas gab es mal 2014. Da hat Shovel Knight tatsächlich was gewonnen. Und das war, glaube ich, auch im Zusammenhang mit Nintendo, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr könnt mich ja korrigieren, wenn ihr euch besser auskennt. Da habe ich absolut nichts gegen. Also, Shovel Knight hat auch echt einen interessanten Look. Gefällt er euch oder gefällt er euch nicht? Ich persönlich finde ihn aber absolut nicht störend. Ich finde ihn stilistisch und vor allem auch strikt gehalten. Also nicht, dass irgendwelche Ausnahmen gemacht wurden. Der Soundtrack ist gleich geblieben. Die Farben, die auf dem NES möglich sind, sind auch alle eingehalten worden. Das heißt, nichts Außergewöhnliches. Also gut gemacht, wirklich. Also ein deutlich besseres 8-Bit-Jump-Run aus einem Indie-Studio gibt es für die Wii U höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn doch, belehrt mich eines Besseren. Doch jetzt ist es Zeit für Black Knight. Wusste ich's doch, dass du dich früher oder später blicken lässt, der himmelblaue Feigling. Dreh um, Shovel Knight, hier kannst du nichts mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe keinen Zulist mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Ich dachte, es wäre wie Turm des Schicksals. Während du fort warst, sind dir wohl die Sinne geschwunden, ne? Siehst du das denn nicht? Dieses ganze Tal ist durch die Verzauberin erobert worden. Und ihre unbesiegbaren Ritter vom Orden des Orden ohne Gnade stehen zwischen dir und dem Turm. Doch all das ist egal. Denn wer es auf die Zauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Stell dir deine Schaufel, Shovel Knight. Okay, Boss-Time. Du hast nicht gemeint, ich sollte meine Schaufel stehlen. Stählen, oder das, gibt es da einen Unterschied in der Aussprache? Doch wie, mein Freund? Wie, wenn wir nicht gegen dich kämpfen? Hm? Bossmucke ist auch richtig nice. Aktuell sind wir dem noch eigentlich ziemlich ausgeliefert. Oh, aber die Mucke, meine fucking... Hey, warte, ich bin gesprungen. Ich schwör's bei meinem Leben. Ach, gute Güte, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt schon gestorben bin. Nun gut, immerhin beim Boss als irgendwie durch was anderes. Ach, okay. Versuchen wir es ein zweites Mal. Ihr seht, diese Gold, in diesem Fall Silbersäcke, weil wir noch nicht so viel eingesammelt haben, sind da oben. Wir können sie wieder einsammeln. Falls wir denn hoch genug springen. Ah, nicht gut gewesen. Okay, er kommt. Ja, da haben wir sie auch schon wieder. Dementsprechend, okay, das können wir zurückschießen, das wusste ich nicht. Da seht ihr mal, wie schnell ich den normalerweise besiege. Normalerweise, versteht sich. Ah, meine Güte, komm, schieß. Erinnere mich an Zelda Wind Waker. Dum, 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 dum. Gott, die Mucke ist so gut. Es gibt auch Wichtigeres als Grafik. Zum Beispiel... meine Güte. Musik. In diesem Fall halt. Hm? Gut. Versuchen wir es ein drittes Mal. Dum, dum, da, 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 da. Ja, ich bin wirklich ein bisschen außer Puste bei dem Game, echt. Du kannst mir gar nichts. Dieses Mal ist unsere Zeit gekommen. Aber sowas von... Nein, Mist. Oh Gott, wir werden ihm so eine reinhauen. Und das war's dann auch. Wir haben ihn besiegt. Wir haben... wir haben Black Knight besiegt. Der schwarze Ritter ist gefallen und wird wohl nicht mehr aufstehen. Ach, doch. Nun gut. Dann war das wohl sein Ende. Ob wir Black Knight wohl wiedersehen werden... Ich weiß es nicht. Doch nun ist Zeit zu ruhen. Das war's vom ersten Part von Shovel Knight.
Hat es euch gefallen oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre sehr erfreut, wenn ihr mir auch ein bisschen schönes Feedback geben würdet, was ich im nächsten Part oder halt in den nächsten paar machen könnte, besser machen könnte. Wir träumen von Shield Knight. Wir konnten sie fangen. Doch noch bevor wir sie in den Arm halten konnten, ist der Traum vorbei. Das war's mit Shovel Knight für heute. Heldentat vollbracht. Nur du. Nur ihr und ich werden dieses Abenteuer beschreiten. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Shovel Knight. Auf das wünsche ich dann, Freunde. Danke fürs Zusehen. Tschüss.